Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren lernen und heute geht es um alles, was es Neues bei Photoshop gibt. Bei Photoshop kam vor kurzem, ich glaube gestern, vorgestern oder sowas, ein Update raus, gibt jetzt die Version CC 2018 und damit sind so viele Neuerungen in dieses Programm mit reingekommen und ich möchte euch einfach mal meine Best Features vorstellen, die ich schon ausprobiert habe und euch zeigen, was ihr alles Cooles machen könnt, nachdem ihr das Update installiert habt. Wir beginnen mit einem Feature, das sowohl total simpel als auch einfach mega genial ist. Habt ihr schon mal versucht, ein Bild, eine Ebene, irgendwas von einer Photoshop-Datei in eine andere zu bringen? Das war irgendwie die ganze Zeit voll nervig. Entweder man hat sich beide Fenster nebeneinander gemacht, hat es dann rübergezogen oder man hat das irgendwie genommen und nach oben auf den anderen Dateinamen gezogen und dann kam das da rein und war nicht an der richtigen Position. Man hat nochmal transformieren müssen und es war irgendwie nervig. Nervig hoch 10. Und da hat Photoshop jetzt nachgebessert. Und zwar, wir können einfach Command C drücken und beziehungsweise Steuerung C unter Windows, wie wir es vom ganz normalen Kopieren von allem Möglichen kennen, gehen die neue Datei, Command Paste, also CMD V, beziehungsweise Steuerung V, und es ist drin. Also die einfachste Möglichkeit überhaupt, um da Sachen zu transferieren in andere Photoshop-Dateien. Hier gibt es natürlich noch ein paar zusätzliche Features. Wir können das in eine Auswahl einfügen. Wir können gucken, dass das Bild nochmal die gleiche Position hat wie im vorherigen Dokument oder solche Geschichten. Wir können, bevor wir kopieren, eine Auswahl erstellen, die wir kopieren möchten und nur diese Auswahl kopieren. Also hier gibt es einige coole Sachen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Nummer 2 von den Änderungen sind Schriftarten. Ich selber bin ein riesen Fan von Text. Ich arbeite oft mit Text in Photoshop, irgendwelche Schriften über Bilder legen oder sonst irgendwas, wenn man einen Flyer gestalten möchte oder sowas. Hier haben wir ein cooles neues Feature und das coole neue Feature ist, veränderbare Schriften oder Variable Fonts, wie es im Englischen heißt. Wir können die Schriften verändern, nach Belieben anpassen. Und zwar nicht so fett oder unterstrichen oder kursiv, das ist ja nur an oder aus. Nee, wir haben hier einen Regler und können im Endeffekt zwischen ganz dünn und ganz fett einfach einen Schieberegler schieben und so die Schrift anpassen, wie wir sie möchten. Gleiches Thema natürlich auch bei kursiv, beim Zeichenabstand, bei allem Möglichen. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, hier Schriften wirklich anzupassen. Es gibt noch nicht so viele Schriften. Wir haben ein paar vorinstallierte nach dem Photoshop-Update. Müsst ihr mal Variable oben in die Suchleiste eingeben. Dann erscheinen gerade alle Schriftarten, die das schon unterstützen. Weitere werden natürlich nachfolgen. Das ist jetzt gerade erst rausgekommen. Das dauert immer ein bisschen, bis die Hersteller da mit ihren eigenen Schriftarten nachrücken können. Das muss ja alles erst einmal entwickelt werden. Und dann können natürlich auch noch weitere Regler kommen. Im Endeffekt alles, was an einer Schrift verändert werden könnte, könnte man auch mit einem dieser Regler kontrollieren. Und das ist sehr cool, gerade wenn man in Photoshop viel mit Text arbeitet. Und jetzt habe ich den Grund Nummer 3 für euch, warum ihr dieses Update unbedingt installieren solltet. Klar, für Creative Cloud User, die es sowieso schon haben, ist es ja eh kostenlos. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben hier das Kante verbessern Werkzeug. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt eine Auswahl von einem Bild erstellt und dann sind da Haare mit drin oder irgendwelche filigranen Strukturen, die man nie so auswählen könnte. Und es gibt hier haufenweise Techniken, wie man das Ganze macht, mit Kanälen arbeiten, mit unterschiedlichen Kontrastebenen, um das eben rauszuholen, nach Farbe auswählen und es ist irgendwie alles sehr kompliziert und teilweise auch sehr zeitintensiv. Also wenn man wirklich hergeht und diese ganzen Techniken anwendet, kommt man zwar zu einem sehr coolen Ergebnis, es kann allerdings dauern. Und hier in meinem Beispiel habe ich mal ein Bild genommen, bei dem ein ganz normaler Hintergrund ist. Also es ist nicht irgendwie vor speziellem Studio-Hintergrund fürs Freistellen fotografiert. Und habe einfach mal die Grobauswahl erstellt und habe dann dieses neue Kante-Verbessern-Werkzeug verwendet. Und das geht nicht nur her und bringt Auswahl zurück, die man versehentlich schon abgeschnitten hat, sondern es arbeitet komplett anders. Ich kenne das von vorher, wenn man vorher mit einem Kante-Verbessern-Werkzeug irgendwo drüber gegangen ist, dann sind diese Kanten so halbtransparent geworden und man musste wieder nachbessern und das wieder korrigieren und es war nervig und das haben wir jetzt gelöst. Also zum Großteil. Das Werkzeug funktioniert deutlich, deutlich besser. Ich zeige es euch hier mal in dem Beispiel. Da seht ihr, Kante verbessern, einmal drüber ziehen und im Endeffekt hat man alles erledigt. Da ist nicht mehr viel, was man nachbearbeiten muss, das läuft einfach. Und das finde ich sehr, sehr cool. Natürlich hat Photoshop nicht nur bei den Werkzeugen etwas verbessert, sondern auch bei der
Kernengine, also bei der Grundlage von Photoshop. Die Grundlage von Photoshop wurde auch komplett überarbeitet und Photoshop läuft jetzt deutlich schneller. Ich habe das auch schon mal mit größeren Dateien probiert, um, naja, was ich mal, 5 GB Photoshop-Datei aufmachen oder sowas. Man merkt schon eine deutliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Version. Wie es sich jetzt in der Praxis abbildet, da wird man wahrscheinlich immer noch an Grenzen stoßen, wo man sagt, ah, jetzt ist doch zu langsam oder sowas. Aber auf den ersten Blick schon mal deutlich schneller, definitiv Daumen hoch. Ich nehme jetzt auch gleich noch hinter diesem Video das Video zum Thema Lightroom auf, denn Lightroom kommt jetzt auch in Photoshop rein. Vielleicht haben es einige schon mitbekommen, wir haben eine neue Lightroom Cloud, mit der wir in der Cloud Bilder bearbeiten können. Komme ich in einem späteren Video noch zu. Auf jeden Fall können wir diese Bilder einfach aus der Cloud rausholen. Die Cloud ist komplett in Photoshop jetzt rein integriert und wir haben jetzt die Möglichkeit, was ich von der Festplatte, die zuletzt verwendeten Dateien, das kriegt man ja immer so angezeigt und wir können auch einfach auf den neuen Button Lightroom Fotos verwenden klicken und der holt sich die direkt aus der Cloud und wir können sie einfach in Photoshop bearbeiten, so als hätten wir es von der Festplatte geöffnet. Finde ich ganz cool. Ich werde mir dieses Cloud-Thema auch nochmal genauer anschauen und im nächsten Video darüber berichten, was meine Meinung zu dem Lightroom Cloud-Thema ist. Eine coole Funktion habe ich noch für euch und zwar die Upscale-Funktion. Sowas gab es schon mal, so ein Update, dass man hier Bilder in der Auflösung besser vergrößern konnte, also die Auflösung besser erhöhen konnte. Jetzt gibt es einen neuen Algorithmus und der heißt 2.0. Ja, relativ unkreativ, die Namenswahl, doch was er macht, ist sehr gut. Im Vergleich zu der vorherigen Version ist es definitiv besser. Ich habe hier mal einen Direktvergleich, um euch zu zeigen, wie die vorherige und wie die jetzige Version aussieht. Klar kann man hier aus 500 Pixeln in der Breite keine 2000 machen. Wir können das Bild nicht verzehnfachen von der Größe her. Aber so ein klein bisschen ab und zu geben kann man da schon, ohne große Qualitätsverluste zu haben. Toller Algorithmus, funktioniert richtig gut, ist aktuell noch so ein bisschen in der Beta-Phase. Also falls ihr den in eurem Photoshop nicht seht, müsst ihr mal in die Einstellungen gehen und da den Haken noch setzen. Auf jeden Fall arbeitet es auch mit dieser entsprechenden KI, die man auch schon in den Lightroom-Fotos oder sowas mit drin hat, um die Bilder eben speziell hier von der Auflösung her zu vergrößern. Funktioniert ganz gut, außer man stellt hier die Auflösung zu hoch ein. Also, dranbleiben, Daumen nach oben geben, wenn ihr selber schon das Photoshop-Update verwendet und es cool findet und dieses Video auch cool fandet. Ich kenne das immer von mir selber, ich installiere ein Update und die Software sieht genauso aus wie vorher und du denkst im ersten Moment, okay, was ist jetzt anders, was kann ich jetzt mehr, wie werde ich jetzt dafür belohnt, dass ich 5 Minuten drauf warten musste, bis das neue Photoshop installiert ist. Und genau deswegen habe ich dieses Video gemacht. Gut. Was haltet ihr von den Verbesserungen? Habt ihr sie schon mal ausprobiert? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und regelmäßig mit kostenlosen Tutorials versorgt zu werden oder schaut vorbei auf fotografieren-lernen.eu.